das Wichtigste für mich ist wirklich, dass die Chemie stimmt, dass das jemand ist, der ähnlich viel Energie hat wie die Kinder, der das mit Freude macht und nicht nur wegen dem Sackgeld. Sie sind sehr zuverlässig, pünktlich. Das ist für mich als Mami wichtig, dass ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass sie auch kommen, wenn es abgemacht ist. Und sie halten Abmachungen ein. Und wenn sie zu spät kommen, melden sie es. Also telefonieren sie und sagen so. Meine Kinder sind sehr, sehr überzeugungsstark, wenn sie etwas wollen. Sie lassen ihre Wimpern klimpern und sind sehr stark, haben starken Willen. Und beide halten wirklich Abmachungen ein. Also wenn man sagt, es gibt keine Schokolade zum Zvieri, sondern etwas Gesundes, dann halten sie das ein. Oder sie lassen auch nicht Game oder Fernsehen schauen, wenn wir das so abgemacht haben. Das Grundvertrauen muss stimmen. Und beide haben ja von sich aus gesagt, sie würden das gerne machen. Beide sind auf mich zugekommen und haben gefragt, aus eigener Initiative, ob sie dürften hüten dürfen. Und das war für mich das Wichtigste, dass wirklich sich die Kinder auch dafür entschieden haben, dass das in Ordnung ist. Für mich ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie Fachwissen haben, dass sie wissen, wie man mit einem Baby umgeht, wie man es wickelt. Es ist mir wichtig, dass für mein Gefühl von Sicherheit, dass ich weiss, doch, meine Kinder sind in guten Händen, wenn ich nicht da bin. Die wissen, was sie machen müssen, wenn etwas passiert. Die wissen, wie sie im Notfall reagieren müssen und brechen nicht die Panik aus. Beide Babysitter haben meine Natelnummer, sie können mir jederzeit anrufen. Ich bin meistens auch nicht lange weg. Also sie wissen genau, wenn ich wieder zurückkomme. Sie hinterlassen kein Chaos im Haus, sondern hinterlassen die Wohnung auch so, wie sie sie haben vorgefunden. Also sie, es darf auch mal sein, dass es das Spielzeug noch rumliegt oder so, aber sie sind wirklich eigentlich sehr ordentlich. Und das ist für mich natürlich ein wichtiges Thema, Ehrlichkeit. Für mich ist es vor allem auch wichtig, dass der Babysitter wie eine Vorbildfunktion diesbezüglich auch übernimmt gegenüber dem Kind. Also das Kind auch lernen, doch man kann zu Fehlern stehen, das ist nicht schlimm. Es ist schön, wenn sie mir von sich aus auch erzählen, was ist gelaufen und was sie gemacht haben. Für mich ist es vor allem wichtig, dass ich weiss, wenn irgendwie etwas nicht gut ist gelaufen, wenn sich jemand weh gemacht hat oder wenn ich weiss, irgendwie jemand hat einen Zeck oder so. So Sachen sind mir wichtig. Wir haben so einen alten, grossen Zwetschgenbaum und dort haben sie wirklich ein mega cooles Baumhaus gebaut zusammen. Nicht ganz stabil, aber wirklich mega cool. Mit alten Brettern haben sie das selber zusammengeschreinert und sie waren sehr stolz darauf.